Typ erwartet sie jetzt im zweiten Teil dieser Box nach. Kein Dampfhammer, sondern ein Techniker, ein Musterschüler von Fritz Stinek, Alexander, Sascha Dimitrenko will kein Babyface sein. Zorn steigt in ihm auf, wenn er dieses Wort hört, Babyface, denn er weiß, dass er nur im Gesicht zurechtpasst. Schwergewicht bei seinem mitreißenden Kampf gegen Timo Hoffmann im November 07. Haben wir ihn dann auch erstmals richtig böse erlebt. Aggressiv, das muss er heute sein. Denn er kämpft gegen die Faust des Shaolin. So nennt sich der New Yorker Derek Rossi, seitdem er im vergangenen Jahr für 2,5 Monate in Klausur ging zu den Mönchen ins berühmte Shaolin Kung-Fu-Kloster in China. Die haben mich gelehrt, über meinen toten Punkt hinauszugehen. Das war meine wichtigste Lehrzeit, erzählte mir der Amerikaner. Und das will er heute umsetzen. Er hat gelebt wie ein Mönch, hat 15 Kilo abgespeckt in all dieser Zeit und hat in der Zwischenzeit keinen geringeren als Ray Mercer, den Amerikaner, übrigens in China, in Macau, besiegt. Das war die erste Visitenkarte auf seiner Fightcard, die er Rossi abgegeben hat. Die Instruktion. Okay, I spoke to you both in the dressing room. You know what I expect. No shots behind the neck and no shots in the kidney. Remember to defend yourselves at all times. Keine Schläge. Touch gloves. Auf die üblichen Ermahnungen. Paul Thomas, Sie haben ihn eben schon gesehen. Ein erfahrener Ringrichter aus England, der beim Kampf zuvor keinerlei Probleme hatte. Und das wünschen wir uns natürlich hier auch, ein faires Gefecht. Ringrunde 1. Okay, let's go. Alexander Dimitrenko verteidigt zum 8. Mal den Gürtel des WBO-Interconti-Meisters. Noch wartet er auf die Chance zum WM-Kampf. Auch Firat Aslan hat lange warten müssen. Hier, das allerdings hat schon wehgetan. Zum Kinn, Rossi. Und das werden wir jetzt hier genau beobachten. Der Amerikaner übrigens mit Wurzeln in Puerto Rico
ist ein aufstrebender Mann, obwohl schon 27 Jahre alt, aber erst mit 23. Im Jahr 2004 hat er, der New Yorker, begonnen, nach einer Footballer-Karriere als Defensive Linesman am renommierten Boston College. Das ist eine Visitenkarte. Und sein Vater, der hier in der Ecke steht, der war Profiboxer. Und er hat ihm gesagt, wenn du das wirklich willst, dann musst du 1000% dich für Boxen entscheiden. Und er gibt, Derek Rossi gibt vor, das auch zu tun. Sascha Dimitrenko hat vor allem in seinem letzten Kampf gegen Timo Hoffmann leicht schmerzverzerrt hier reklamiert Tiefschlag Nehmerqualitäten bewiesen in diesen dramatischen 12 Runden in Magdeburg. Wurde auch Dimitrenko einmal von Hoffmann zu Boden gestreckt. Rossi ist einer, der gleich zu Beginn der Runde, und das haben Sie sehen können, ordentlich Dampf macht. Aus der Schule des berühmten Gleason's Gym in Brooklyn. Trainiert von Robert Jackson, den werden wir gleich erleben. Zuletzt hatte der Oleg Maskayev unter seinen Fittichen. Und wieder Wirkung. Also, vor diesem Rossi, vor der Schlagkraft des New Yorkers, der übrigens auf Long Island lebt, muss sich Dimitrenko gewaltig in Acht nehmen. Und er muss vor allem diese Aggressivität, die ihm mitunter fehlt, abrufen. Das ist auch das, was Fritz Duneck schon seit geraumer Zeit versucht, ihm noch mitzugeben, dem Boxer aus der Ukraine, der ja eine Blitz. Ja, Paul Thomas greift hier gleich ein. Das hat er auch im Kampf zuvor getan. Gezeigt, dass er als Ringrichter die Augen offen hat. Auch nochmal offener Schlagabtausch hier gegen Ende der ersten Runde, in der der Amerikaner vielleicht leichte Vorteile hatte. Ich muss ein bisschen besser die Distanz hin von der Linke haben. Ne? Das stimmt noch nicht. Du musst immer wieder locker haben, hart haben. Also, und wenn er kommt, den Schritt zurück, rechte Cross, oder du drehst dich raus zur linken Seite und den rechten aufwärts haben. Ne? Und gleich trinken sonst. Also, du musst aufpassen auf den Kopf bei ihm. Schießt hier nicht rein. Und wenn du dann zur Seite rausgehst, kannst du wunderbar, wenn du tief stehst, den rechten Aufwärtshaken hochziehen. Ne? Schön mit der linken Hand drauf, okay? Aber wenn ihr nicht reinkommt, also nicht. Linke hat man gut getroffen, aber nach, über der linken, er schlägt den rechten Kopf. Cross, da muss aufpassen. Ja, auch Fritz Duneck hat die erste Runde so gesehen, nämlich mit leichten Vorteilen für den Amerikaner, der gleich wieder rausstürmt. Ganz typisch für ihn. Einer, der viel schlägt, aber wir haben gesehen, auch hart treffen kann und überhaupt keinen Respekt zeigt. Die typische, oh, das war jetzt aber wirklich ein wenig zu tief. Und die Entschuldigung, faire Geste von Rossi. Aber Paul Thomas hat Sascha Dimitrenko signalisiert, dass er hier auch die Sache nicht überdramatisiert. Dieser Gürtel, der ist ja gut abgepolstert. Jetzt aber mal die Antwort von Dimitrenko im Ziel, am Kopf, über die Außenbahn. Und er soll ja mit Haken kommen, hat Fritz Duneck gefordert. Er muss jetzt hier seine boxerische Klasse abrufen. Hat ja leichte Reichweitenvorteile, doch 10 cm größer. Der 25-jährige Jurastudent. Nach diesem Kampf wird er wieder nach Kiew reisen. 3 Semester fehlen ihm noch. Sucht noch nach einem Thema für die Diplomarbeit. Notar will er werden. Und dort will er demnächst auch ein Praktikum machen. Sascha Dimitrenko versucht also auch auf zwei Schienen
abzufahren, wie seine berühmten Landsleute aus der Ukraine, die beiden Klitschkos. Jetzt die ersten klaren Treffer von Sascha Dimitrenko, links und rechts zum Kopf. Break both of his stomach. Rossi mit nur einer Niederlage gegen Eddie Chambers war das. Diesen Kampf habe ich mir unter anderem angeschaut. Und auch da hat er mutig geboxt, mehr geschlagen, aber gleich in den ersten beiden Runden so harte Schläge aufs Trommelfell bekommen, dass ihm seinerzeit platzte, dass er kein Gleichgewichtsgefühl mehr hatte. Am Ende wurde der Kampf in Runde 7 abgebrochen. Aber zuletzt ein überzeugender Punktsieg gegen Ray Mercer. Der Mann, der allerdings schon im Jahr 2002 gegen Wladimir Klitschko verloren hatte. Also gegen ein Auslaufmodell hat Rossi geboxt und gesiegt. Alex Donald! In dieser Runde die Vorteile dann doch bei Sascha Dimitrenko. Das ist seine Ehefrau Ivana. Im Dezember haben die beiden geheiratet. Sie kommt, wie gesagt, aus Stuttgart. Beide leben sie in Hamburg. Also einmal kam der rechte Cross perfekt, der linke Haken trifft. Deswegen, du musst sicher stehen, nicht so viel mehr haben. Steh sicher, tief unten, dann kommt das auch rein, okay? Jetzt schauen wir uns nochmal diesen Tiefschlag an. Also der zweite, diese linke, die war schon zu tief. Und das war sicherlich kein Schauspiel. Und jetzt schauen Sie mal hier. Linke, Seconds out. Die rechte. Wink, Freirunde 3, Raum 3. Doch zählbare Treffer auf der Seite von Alexander Dimitrenko. Die dritte Runde. Und wir erwarten wieder den anstürmenden Rossi. Paul Thomas ist nicht einverstanden mit dieser Klammerei. Greift da ein. Derek Rossi. Dem fehlt diese langjährige Ausbildung, die Sascha Dimitrenko genossen hat. Schon 2001 ist er umgestiegen mit 19 ins Profilager. Da war er aber schon einer im Amateurbereich. Junioren, Weltmeister, russischer Meister. Eine blitzsaubere Amateurkarriere. Mit 57 Siegen in 65 Kämpfen. Rossi dagegen hat nur einen ernsthaften Amateurkampf bestritten. Den hat er aber gleich eindrucksvoll gewonnen bei den Golden Gloves. Das ist so eine Amateurserie in den USA, in New York. Und dann wechselte er unmittelbar im Jahr 2004 ins Profilager. Und auch dort begann seine Karriere mit einem K.O. Sein Vater Carlos hat in der Garage in Medford, Long Island, einen kleinen Gym gebaut. Und da haben sie angefangen, bis sie, wie gesagt, im bekannten Gleason's Gym untergekommen sind, wo von Floyd Patterson über Ali, Frazier und Foreman schon alle Größen des Schwergewichts einmal trainiert haben. Dort ist heute Derek Rossi ein Musterschüler. Hier steckt er ein und wie auch die Linke von Dimitrenko sitzt. Das erste Mal Wirkung bei Derek Rossi. Coming out. Keep it tidy inside, both of you. Keep it tidy.
Break! Coming out. Alex, you're doing all the holding inside. Cut it out. Okay, butts on. Man merkt es an der Stimmung in der Halle. Es knistert. Es ist keine leichte Aufgabe für Sascha Dimitrenko, der jetzt ein wenig von dieser Aggressivität zu zeigen scheint. Hier auch nochmal bis zum Schluss versucht, diesen Haken anzubringen, den Fritz Dunek von ihm ständig fordert. Dirk. Ja. Going too low to the body. You understand? Yeah. And he's coming over with the right hand. Right. Sort of like hörst du uns, ja? Like hör uns. Like konzentrier dich, atme tief durch. We're here, give me height. Bleib ein bisschen mehr drin in dem Mann. Right, Bob. Back him up with your height and your defense. Yep. The closer you get, the tighter your defense. Mm-hmm. You understand? Je dichter du kommst, desto tiefer schlägst du. Das ist nicht normal. Schlag nicht zu viel auf den Körper. Right. Ja. Bring ihn in die Seile. Bring ihn in die Seile und geh dicht dran ihn heran, aber schlag nicht zu viel auf den Körper. Steh solide. Steh solide auf seinen Beinen. Er ist ein Stückchen größer. Das war die Ansprache von Coach Robert Jackson. Hier nochmal dieser Wirkungstreffer. Wir warten auf die vierte Runde, aber Paul Thomas will hier nochmal den Herren ins Gewissen reden. Das wird hier ziemlich unangenehm bei euch. Mit euren Köpfen wart ihr schon bedrohlich eng aneinander. Ich möchte, dass ihr aufpasst. Also Thomas, ein umsichtiger Ringrichter, der hier seine Aufgabe sehr offensiv versteht. So haben sie den Kampf bisher gesehen, mit Vorteilen für Rossi in den ersten beiden Runden und zuletzt Dimitrenko. Das kann man so sehen. Runde 1 einverstanden, Runde 2 sicherlich schon ausgeglichen, aber es dokumentiert, dass auch sie zu Hause einen ausgeglichenen Kampf sehen, in dem Sascha Dimitrenko noch viel, viel mehr von seiner boxerischen Klasse abrufen muss. Noch einmal zu Robert Jackson und seiner Ansprache eben in der Ecke. Die war typisch für so einen alten Hasen. Da war viel Analytisches bei. Break, both of you stand back. Well done. Er erzählte mir gestern, natürlich halten hier alle den Russen für den großen Favoriten. Aber ich schwöre Ihnen, wir sind hier nicht zum Verlieren gekommen. Und ich habe was gesehen. Er meinte damit, er hat erkannt, wie man Dimitrenko beikommen kann. Hier sich nicht in den Kämpfer zu lehnen, ist die Ermahnung von Paul Thomas an Rossi, der wild versucht, ranzukommen, die Distanz zu überwinden. Das ist natürlich das Problem für den Amerikaner. Hier können Sie das schön sehen in dieser Einstellung. Die Reichweitenvorteile auf Seiten von Dimitrenko, der ein Luftloch schlägt. Und jetzt aber auch wieder trifft. Ja, es wird knicklig. Das, was Thomas schon erkannt hatte. Don't pull your man, Alex. Don't pull your man. Jetzt haben sie mal die Situation, die Robert Jackson gerne haben möchte. Dimitrenko kurz an den Seilen. Viele kleine Unsauberkeiten dabei. Break, coming out. Derek, turn around. Das, was Rossi da gerade tat, abdrehen, das ist ganz gefährlich. Und jetzt wehrt sich Sascha Dimitrenko mit Mitteln, die wir das letzte Mal auch beim Hoffmann-Kampf gesehen haben. Das ist sicherlich seiner Wut geschuldet, aber nicht ganz sportlich, was Alexander Dimitrenko dort gezeigt hat. Alles klar. So ist okay. Jetzt hast du ein paar Mal drauf gehabt. Ne? Cool. Aber nicht schütteln. Sascha, schau mal zu. Und wir hoffen,
dass auch Sascha Dimitrenko heute hier noch Glanzpunkte setzen kann. Ring, frei Runde 5, Round 5. Bisher, das muss man ehrlich sagen, ist ihm das noch nicht gelungen. Okay, let's go. In der fünften Runde sollten beide Boxer sich wieder auf das boxerische Handwerk besinnen. Aber typisch Rossi wieder mit der Taktik. Heranstürmen. Viele schnelle Hände. Und da versucht der Körpertreffer, die aber auf der Deckung landen. Ja, das war jetzt mal ein harter Treffer. Da ist Rossi quasi in die Faust von Dimitrenko hineingelaufen. Und die hat schon Musik. Gar keine Frage, dass der 2-Meter-Mann aus der Ukraine Schlagkraft besitzt. Aber auch Rossi ist offenbar einer, der einstecken kann. Er versucht es wieder mit Körpertreffern. Break, Sambak! Die Ecke des Amerikaners wird lauter. Break, coming out, you're doing nothing inside. Immer wieder die Ermahnung, geht auseinander. Hier macht er eh nichts im Infight. Und jetzt die Ermahnung, auch. Und in diesem Moment, in dem sich Thomas mit der Ringecke beschäftigt, da wird er erwischt. Derrick Rossi, das war natürlich eine verrückte Situation. Jetzt muss Dimitrenko die Aggressivität abrufen und das tut er. Rossi nutzt die Zeit. Eine verrückte Wende in dieser fünften Runde. Und jetzt wird es ganz eng für die Faust des Shaolin, der hier voll getroffen wird. Einmal, zweimal, dreimal in der Ecke hilflos steht und im Moment verteidigungsunfähig scheint. Und Paul Thomas macht der Angelegenheit hier ein Ende. Aber es gibt hier noch ein Nachwort. Wir müssen die ganze Szenerie hier aufklären. Denn in dem Moment, als sich Paul Thomas, wir sehen hier eine glückliche Ehefrau, junge Ehefrau Ivana von Sascha Dimitrenko. Und wir haben hier eine tolle Rolle rückwärts auch erlebt. Die bekommen Sie sicherlich gleich nochmal eingespielt. Aber noch einmal, Thomas wollte mitten im Kampf die Ecke des Amerikaners disziplinieren. Da hat sich Rossi ablenken lassen und wurde voll erwischt von Sascha Dimitrenko. Und das kann man sich gegen den Mann aus der Ukraine nicht erlauben. Hier das auch Bewegungstalent. Er ist schon ein ausgebildeter Körper. Einer, dem Fritz Dunek die Beweglichkeit geradezu, ich will nicht sagen, eingeprügelt hat. Jetzt schauen wir hier nochmal. Es ist eher die Summe dieser drei Treffer als der eine. Der ging übrigens wieder auf das Ohr. Dort ist schon einmal das Trommelfell geplatzt von Derrick Rossi. Aber
Sascha Dimitrenko macht vor allen Dingen hier alles richtig. Er zögert keinen Moment. Er setzt nach. Er zeigt, dass er es gelernt hat, aggressiv zu sein. Hier gibt es kein Babyface mehr. Hier gibt es einen, der ganz entschieden jetzt einen WM-Kampf einfordern wird. Und das tut er zu Recht. Am liebsten natürlich gegen Wladimir Klitschko. Die Verhältnisse sind ja völlig klar. Im Schwergewicht dominiert sein Landsmann aus der Ukraine. Der jüngere Klitschko, Weltmeister bei WBO und IBF. Und die anderen beiden Weltmeister heißen Chagaev und Samuel Peter bei der WBC. Wir haben ein Urteil, wir kennen es natürlich schon, aber... Meine Damen und Herren, das hier das offizielle Urteil. Sieger durch technischen K.O. in der 5. Runde nach 2 Minuten und 58 Sekunden und damit alter und neuer WBO Interkontinental-Champion im Schwergewicht aus der Ukraine, Alexander Sascha Dimitrenko. Zum 8. Mal also Interconti-Meister, aber das dürfte ihn inzwischen auch selbst nicht mehr interessieren. Es geht darum, sich zu empfehlen. Wie gesagt, er will der Herausforderer werden. Das wird eine schwere Geschichte. Tony Thompson ist der nächste Gegner von Wladimir Klitschko. Am 12. Juni in Hamburg steigt dieses Gefecht. Und dann, ja, dann wäre er eigentlich dran. Aber da gibt es noch einen, der dazwischen steht. Alexander Povetkin. Denn das ist der Herausforderer der IBF. Und auch dort tritt Wladimir Klitschko den Gürtel. Er hat ihn weiter in seiner Hand, diesen internationalen Meisterschaftsgürtel. Aber seien wir ehrlich, das ist nichts Richtiges und das ist auch nicht der Anspruch des 25-jährigen Ukrainers, der sich inzwischen so zu Hause fühlt. Vielleicht, wie es die Klitschkos nie getan haben in Hamburg, wie gesagt, mit seiner jungen Frau aus Stuttgart. Inzwischen spricht Alexander Dimitrenko exzellentes Deutsch. Man merkt, dass er ein studierter Mann aus Kiew ist, stammt übrigens von der Halbinsel Krim, wo auch die Mutter noch lebt und wo er seine Wurzeln hat. Aber in Kiew, da studiert er, da hat er gelebt, bevor er aus Deutschland gekommen ist. Dort will er sein Jurastudium jetzt beenden, zum Notar aufsteigen, aber vor allen Dingen zum Weltmeister will er aufsteigen und mit dieser Demonstration boxerischer Stärke ist das natürlich alles möglich. Die Türen stehen offen für Alexander Dimitrenko. Harte Treffer. Immer wieder auch die Kombinationen, mit denen er versucht, zum Ziel zu kommen. Da war allerdings Rossi schon kampfunfähig. Und jetzt hat er schon einen etwas anderen Ausdruck im Gesicht. Und noch einmal die Rolle rückwärts. Allerdings, jetzt geht's vorwärts, Studio. Das war's vom Ring.